Ja, hallo. Ich darf euch heute begrüßen zu meinem 312. Lauf von 365 Läufen, die ich vorhabe. Ja, ich bin hier wieder an der B28 zwischen Freudenstadt und Straßburg bei Kniebis, genauer gesagt. Kennt bestimmt der eine oder andere von meinen Videos schon. Ja, und ich werde jetzt eine Runde laufen. Zur Elbach-Aussichtsplattform. Muss immer überlegen, wie man das zusammenspricht. Elbach-Aussichtsplattform. Da werde ich jetzt hinlaufen und dann entscheide ich während dem Laufen, wie ich weiterlaufe. Also vermutlich werde ich nicht runter an der Elbachsee laufen. Ja, das ist mir heute einfach wieder zu warm, zu schwül. Aber mal gucken, vielleicht habe ich ja doch Lust. Und dann wird es vermutlich. Ja, mir seht's. Ich melde mich einfach später nochmal. Jetzt geht's erst mal los und ich wünsche uns viel Spaß dabei. Also dann. So, jetzt bin ich die ersten 500-600 Meter gelaufen. Und ich bin jetzt von der freien Straße im Wald drinnen und es ist schon deutlich kühler wieder. Also was das ausmacht, unglaublich. Und selbst der Boden hier, der ist zum Teil noch feucht, obwohl es draußen schon wieder 30 Grad hat. Hier ist total feucht. Also da sieht man mal, was der Wald an Feuchtigkeit speichern tut und natürlich auch wieder abgeben tut. Also es ist wirklich angenehm hier zu laufen. Macht wirklich, wirklich Spaß. So, jetzt biegen wir da links ab. Das Getäre hier, das ist jetzt normal die Loipe im Winter. Aber wir gehen jetzt noch weiter links und das hier müsste das Räuberwegle sein. Ja, genau, da steht es auch, das Räuberwegle. Und das ist auch so wunderbar zum Laufen. Da ist auch noch alles nass, feucht. Da steht das Wasser sogar noch. Hört ihr es? Ja, man sieht es auch. Da kriege ich nasse Füße. Genial. Echt genial. Auch noch feucht hier. Da steht auch noch das Wasser. Ah, da muss ich richtig gucken, wo ich laufe. Richtig genial. Und auch der Wald, wenn man hier so guckt, das Grün, dieses saftige Grün. Da ist die Schwüle von der Straße schon wieder fast vergessen, weil das so richtig erfrischend aussieht. Echt erfrischend. Ja, das Laufen ist trotzdem anstrengend. Ich muss trotzdem schnaufen, wie so ein Walross. So. Also ich denke mal, das Räuberwegle laufe ich nur durch. So lange lasse ich die Kamera weiterlaufen. Dann mache ich sie wieder aus. Irgendwann heißt es auch Wurzelwegle. Halt, da bin ich jetzt gerade dran vorbeigelaufen. Jetzt drehen wir hier geschwind um. Jetzt geht es wieder rein auf das Räuberwegle. Und hier geht es jetzt, hier geht es auf das Wurzelwegle. Seht ihr das? Wurzelwegle.
Ja, und deswegen heißt es auch Wurzelwegle, weil es hier lauter Wurzeln hat. Und das ist auch mit diesen Laufsandalen ein bisschen, ja, gefährlich. Da muss man echt aufpassen, weil da zum Teil so Wurzeln aber ein bisschen rausstehen. Und wenn man da mit der Sandale einfädelt, ja, das ist dann nicht ganz so lustig. Dann muss man tatsächlich hoffen, dass die Sandale nachgibt und reißt. Weil sonst legt es einen der Länge nach hin. So. Ja, das ist nur so ein kleiner Abschnitt hier, das Wurzelwegle. Jetzt bin ich quasi schon wieder unten. Ja, jetzt sind wir 1,2 Kilometer. So, jetzt geht es da nochmal drüber, über das kleine Holzbrückle. Unter dem Holzbrückle geht ein Bach entlang. Hört ihr das? Hat man vielleicht gehört. Das Holzbrückle und drunter der Bach. So, jetzt laufe ich wieder. Ja, das ist jetzt eigentlich so eine Forststraße wieder. Da schalte ich jetzt Kamera aus und ich melde mich dann später wieder. So, jetzt bin ich wieder auf so einer kleinen, ja, so ein kleiner Trail ran. Durch den Wald. Wieder die Waldautobahn verlassen. Und es sieht halt einfach schön aus. Links und rechts das Grün. Und das ist wirklich so richtig frisch. Das strömt förmlich auf einen zu. Diese Frische. So was von angenehm. Was das ausmacht, im Wald zu laufen. Echt klasse. Und jetzt nähern wir uns der Elbachsee-Aussichtsplattform. Jetzt geht es noch etwa 100 Meter vor und dann geht es rechts rein. So ein kleiner Brunnen da unten. Und da sieht man schon mal ein bisschen in die Weiten des Schwarzwaldes. Elbachsee-Blickbrunnen heißt es hier. So, so. So, jetzt sind wir am Elbachsee-Aussichtsplattform angekommen. Dann gucken wir auch kurz runter, ob auch noch alles da ist. Nicht, dass sie den stillgelegt haben. Immer wieder schön hier. Immer wieder schön hier. Ich finde auch mit den Wolken, das sieht irgendwie besser aus, wie wenn nur blauer Himmel wäre. Das wäre irgendwie, ja, langweilig. Da oben ist die Sonne. Etwas verdeckt. Ja, da unten ist der Elbachsee. Dieser Karsee im Nordschwarzwald. So. Jetzt laufen wir aber weiter. Ich laufe jetzt aber nicht durch den Wald zurück, sondern ich mache außenrum so einen Bogen. Und dann, ja, jetzt habe ich 2,2 Kilometer. Ja, wenn ich 3-4 Kilometer habe, denke ich mal, das reicht mir dann für heute wahrscheinlich. Aber mal gucken. Also, ich melde mich dann später wieder. Was mir gerade passiert ist, nee, ist mir noch nie passiert. Also, ihr dürft wieder gucken, wo ich hinlaufe und ich erzähle. Also an dieser Elbach-Plattform bin ich ja weitergelaufen und kurz nachdem ich weitergelaufen bin, hat sich mein Darm gemeldet und hat gemeint,
Ja, die ganze Bewegung ist ja schön und gut. Das regt mich aber jetzt an und ich sollte auf Toilette. Ich bräuchte eine Schüssel. Ja, habe ich gedacht, das ist aber blöd. Ich bin jetzt gerade im Wald am Laufen. Das passt irgendwie nicht. Ja, der Darm hat gemeint, ist mir egal. Es wird immer schlimmer mit dem Bedürfnis. Man sollte irgendeine Lösung finden. Dann fiel mir ein, dass da, wo das Auto steht, an der B28, da ist ja auch diese Kniebisshütte. Da habe ich gedacht, na gut, dann laufe ich jetzt an diese Kniebisshütte und dann hoffe ich mal, dass die heute aufhängen. Ja, sehr wahrscheinlich hängen sie auf. Und dann gucke ich, dass ich da auf Toilette kann. Ja, bin ich ans Auto gelaufen, meine Sachen ins Auto rein, dann wollte ich Richtung Kniebisshütte. Dann habe ich gesehen, dass da daneben, da ist nochmal so, ja, wie so eine Art Container, so ein länglicher. Da steht auch drauf Nording, Skiverleih, Skistockverleih und. Auskunftsbüro stand daneben noch. Und da stand auch ganz groß dran, habe ich bisher nie gesehen. Gut, wenn man es nicht braucht, achtet man nicht drauf. Auf jeden Fall stand da drauf noch WC. Und da habe ich gedacht, ja gut, guckst da mal. Mehr brauche ich ja nicht. Ja, dann war da tatsächlich eine WC-Anlage. Gut, da war so ein Drehkreuz. Hat man 1 Euro bezahlen müssen, dann durfte man rein. Aber ich muss sagen, zum einen, ich habe den 1 Euro wirklich gerne bezahlt. Und ja, die Anlage sind wirklich gut, also sauber, gepflegt. Sind Schließfächer sogar mit dabei, kann man seine Sachen reintun. Da sind es, glaube ich, so Pissoir ist mit dabei drinnen. Und dann sind es noch Toilette, ich glaube, wie viel war jetzt? 1, 2, 3, 4 oder 5 Toilette. Abschließbare, wo man drauf kann. Und wirklich sauber gepflegt. Also war gut. Ja, und da habe ich mich dann erleichtert. Und dann bin ich wieder ins Auto. Ja, und jetzt laufe ich noch einmal ein bisschen. Habe jetzt meine Strecke etwas erweitert. Weil wenn man leichter ist, läuft es auch leichter. Und jetzt weiß ich das in Zukunft auch, dass da Toiletten sind. Wunderbar. Also. Ja, ich bin jetzt gerade vom Auto losgelaufen und laufe jetzt durch den Wald entlang von der B28. Das geht jetzt, ja, hier alles nass. Hätte er das wieder? Klasse. Da sieht man mal, wie feucht es hier im Wald ist. Einfach toll. Ja, wie gesagt, ich laufe jetzt die B28 entlang im Wald und Richtung, na, Alexanderschanze, die Richtung da. Also da, wo es dann nachher sich gabelt, wo es dann geradeaus weiter auf der B28 nach Straßburg geht und wo es rechts abgeht auf die B500 Richtung Baden-Baden. Und unter anderem auch nach Aachen zu mir heim. Aber da fahre ich nachher hin. Jetzt laufe ich erstmal in diese Richtung. Ein kleines Stückle. Ja, und was ich sagen kann, dann wird die Strecke jetzt, die Länge, was ich da heute laufe, natürlich auch länger. Wie ursprünglich geplant. Mit 3-4 Kilometer. Aber das ist so schön hier. Echt. Einfach toll. Mir gefällt es echt so arg. Viel schöner wie in so Großstädte. Ja, das hat schon auch was. Alte Passstraße, Gleisweg. Aha. Westwegportal.
Bayersbronner Wanderhimmel. So. Ah, da geht's in die Richtung, geht's Heimatpfad. Und da geht's weiter zur Alexanderschanze. Ah, ich glaube, dann laufe ich dem Heimatpfad. Hallo. Hallo. Dann laufe ich diesen Heimatpfad, weil es gibt so einen Rundweg. Wenn ich zur Alexanderschanze hochlaufe, müsste ich ja einfach wieder zurücklaufen. Schön. Echt schön. Also, jetzt laufen wir da weiter und ich melde mich, wenn es wieder was gibt. Oh, was ist das? Da ist jetzt zwar ein Wegweiser hier, den Weg entlang, aber hier geht auch ein Weg runter. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo der hingeht. Das ist ein schmaler Trampelpfad. Hä? Und wo würdet ihr laufen? Ja, genau. Wir gehen hier runter. Mal gucken, wo das hingeht. Notfalls müssen wir halt wieder hoch. Aber nach der Sackgasse sieht es nicht aus. Da sind schon einige gelaufen, würde ich mal sagen. Ein bisschen rutschig ist es hier. Ah, ich glaube, das ist so ein Privatgrundstück. So ein Fischertümpel. Hä? Und dann müssen wir wohl wieder hoch. Gibt es auch wieder Bänkle? Überall. Ja, ist Privatgrundstück. Geht auch nirgends weiter hier. Also, dann müssen wir halt wieder hoch. Was soll's? Macht ja nichts. Ich laufe eh lieber hoch wie runter. Von daher. Runter finde ich gefährlicher. Ist auch anstrengender für die Knie und auch vom Stolpern, vom Rutschen ist runter zu anstrengender, gefährlicher. Ich mag es lieber hoch. So, sind wir schon wieder oben. Also, dann laufen wir halt den Forstweg weiter. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo wir sind. Auf die Seite da kommt mir nachher auch noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt geht es hier noch weiter runter und irgendwann geht ein Wägle rüber. Und da kommen wir. Ja, dahinter sieht man, glaube ich, auch das Schild schon. Seht ihr das Haus dahinter? Die Hütte? Da ist die Planiermaschine, da die Hütte. Und da steht doch, meine ich, Heimatpfad. Also kommen wir da nachher rüber. Also laufen wir halt weiter und gucken mal. Ja, da kommen schon Wegweiser. Da kommen schon Wegweiser. Ja, da bin ich früher schon mal gelaufen. Ich glaube, im Winter war das mal. Ja, genau, da geht ein Schild runter. Genau. Heimatpfad. Krummholztobel, Heuplatz, Westweg, kenne ich alles nicht. Also wir laufen runter, den Heimatpfad. Da lasse ich die Kamera dann auch mitlaufen. Auch wenn es dann ein längeres Video wird. Aber da kann ich auch nichts machen. Das ist einfach zu schön.
um die Sache rauszuschneiden oder nicht zu zeigen. Das ist halt unsere Natur hier im Nordschwarzwald. Und jetzt geht es wieder alles hoch, was wir vorher runtergelaufen sind. Aber so ist das halt. So. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Seht ihr? Und das ist die Hütte, was wir gesehen haben von gegenüber. Und das ist das Heimatpfadschild. Durch den Hotelgarten kommen wir auch noch durch. Schöne Grillstelle, schöne Sitzbank zum Ausruhen. Ja, und da oben sind wir ja vorher gestanden und haben hier runter geschaut. So, jetzt gucken wir mal den Hotelgarten uns an. Ah ja, da sehe ich schon, da fängt er schon an. Das ist dieser Hotelgarten. Okay. Seerosenteich. Toll. Da oben liegen Leute, Hotelgäste, die wollen wir natürlich nicht stören. Laufen wir tapfer weiter. Was ist das hier noch? Einfach toll. Also hier könnte ich auch wohnen. Könnte mir auch gefallen. Und wo geht es jetzt weiter? Ah, ich glaube da oben. Weitblickhotel heißt es, wenn ich richtig gelesen habe. Ah, da steht es auch nochmal. Gucken wir da nochmal. Genau, Waldblick in Kniebis. Also wer mal hier Urlaub machen will, Kniebis. Im Waldblick sieht sehr vielversprechend aus. So. Ich glaube, jetzt kommt gerade nichts Spektakuläres mehr. Jetzt geht es hier diesen Trampelpfad rein. Und ich glaube, dahinter ist der Skihang von Kniebis, den man auch oben von der Straße aussieht. Genau, also sind wir nicht mehr weit weg. Das da ist der Skihang, den sieht man ja oben von der B28. Kniebiser Pflanzenpfad. Schon interessant, was die sich hier so einfallen lassen hin.
ich bin eigentlich immer nur oder fast immer nur an diesen Elbachsee gelaufen. Aber ich glaube, ich könnte auch mal öfters auf die andere Seite laufen. Steinmauern. Die bei der Rodung der Felder ausgegrabenen Steine wurden früher als Grenzmauern zum Nachbargrundstück aufgeschichtet. Bei größeren Flächen wurde in der Mitte des Feldes ein Steinhaufen angelegt. Diese Steinhaufen dienen als Wind- und Wetterschutz. Sie verhindern ein Austrocknen und Auslagern der Felder. Der Humus konnte nicht verweht werden. Sie gaben Windschutz. Gleichzeitig dienten sie auch als Weidezaun für das Vieh. Interessant. Ah, das sind diese Steinhaufen also, die man hier sieht. Die Überreste davon. Blaubeere, Heidelbeere. Na, das mag ich. Wachtelweizen. Laufen wir mal weiter. Da sind auch noch diese Steinmauern. Da hat es auch einen ziemlich hohen noch. Ach, der geht jetzt von da. Seht ihr? Der kommt von dahinter rum. Und der geht jetzt hier weiter. Da durch. Ist halt ziemlich zugewachsen alles. Ja, da oben sieht man es ja auch noch. Der geht bis ganz da hoch. Und auf der anderen Seite, hier, sieht man es ja auch. Da ist jetzt halt überall Moos drauf gewachsen. Aber man sieht da die Steine noch. Da überall noch. Wenn man es weiß, ist es noch gut zu erkennen. Heimatpfad, Kniebisser. Guck mal rein. Wandern am Pulsschlag der Natur. Heimatpfadbuch. Interessant. So, jetzt wo geht der Weg weiter? Hier wohne. Das wär's doch, ehrlich. Also hier würde ich gleich herziehen. Ganz echt. Sofort. Doch. Das wird mir gefallen. Könnte ich jeden Tag laufen gehen. Ach, klasse. Voll in der Natur. Wer noch? Wer würde noch gerne hier wohnen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Beziehungsweise mich würde interessieren, wer hier nicht wohnen möchte. Das ist doch eher die Frage. Also, da unten steht das Schild Heimatpfad. Also sind wir noch richtig. So, jetzt bin ich nach 6,5 Kilometer wieder fast am Auto. Also ich bin von da unten hochgekommen. Da hinter den Häusern geht der Weg raus. Und vorher bin ich ja hier hinterher gelaufen zu der Elbachsee-Plattform. Und das Auto steht dahinter. Das hier ist jetzt quasi die B28. Also man könnte jetzt da unten noch weiterlaufen, ganz dahinter rum. Ja, das ist, man kann hier fast unendlich laufen. Das ist echt Wahnsinn.
Also ich werde mal daheim gucken, ich werde mal andere Route hier auch laufen, weil ich komme hier oft durch. Aber für heute war es das, für meinen 312. Lauf. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst. Das verpflichtet euch auch zu nichts. Am besten auch die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Ja, und ansonsten darf ich sagen, danke, dass ihr dabei wart bis hierher. Bleibt gesund und ich würde mich freuen, man sieht sich beim nächsten Video wieder. Also ciao, euer Achim. Aus dem Knie bis diesmal. Und drückt mir die Daumen, dass die 365 Tage klappt. Also, bis morgen.